herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Die von euch, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich mal das hier unten stehende One Wheel XR reviewed habe. Und ja, was soll ich sagen, das Ding ist immer noch so geil, wie ich es damals im Review auch empfunden hatte. Die von euch, die es noch nicht gesehen haben, das Review, klickt mal hier oben rechts in der Ecke. Das Ding ist wirklich der absolute Hammer und sogar eins meiner aufwendigsten Reviews, die ich je produziert habe, also schaut da gerne vorbei. Naja, in dem Video hier soll es um einen Reichweitentest des One Wheel XR gehen. Und zwar habe ich in dem Review ja schon angeteasert, dass mehr Videos mit dem One Wheel XR kommen sollten. Ich hatte dann leider nicht so richtig Zeit noch damit, was zu produzieren, was nicht heißen soll, dass ich nicht gefahren bin auf dem Ding. Das bin ich natürlich, was man auch jetzt an einigen Schrammen leider schon sehen kann. Aber heute soll es halt um einen Range-Test gehen. Auf dem Datenblatt ist das One Wheel XR mit 30 Kilometern ausgeschrieben. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, ob das bei jetzt so Frühlingswetter, das heißt es ist auch relativ kalt, so um die 10-15 Grad, ob es das da auch noch so halten kann von der Reichweite. Das werden wir heute checken. Ich habe den Rucksack voll mit Drohne, mit Kamera, mit GoPro etc. Das heißt, wir werden hier auch hoffentlich coole Bilder dabei rausbekommen. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt mal die App an und schauen uns mal an, was das One Wheel uns jetzt so sagt. Starten die Tour und dann würde ich sagen, geht's los. Einmal noch für die von euch, die gerade gar keine Ahnung haben, worüber ich spreche. Das hier ist das One Wheel XR und wie ihr schon seht, das hat hier einen großen Reifen in der Mitte. Was kann das Ding? Das Ding ermöglicht uns quasi in der Waage zu stehen auf dem One Wheel und das One Wheel tariert sich dann selber aus. Und so kann man dann quasi vorwärts und rückwärts fahren durch nach vorne und hinten lehnen. Das heißt, man hat auch keine Fernbedienung irgendwie noch in der Hand. Wie gesagt, wenn ihr nähere Erklärungen dazu haben wollt, schaut gerne das Review an. Ich habe das One Wheel die ganze Nacht aufgeladen, das heißt, es sollte jetzt richtig voll sein. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier in die Handy-App, denn dort kann man den ganzen Status vom One Wheel begutachten, wie schnell man gerade fährt. Man kann Routen starten, um zu gucken, welche Steigung ist man gefahren, wie viele Kilometer ist man gefahren. Und natürlich hat man hier die Batterieübersicht, was ganz wichtig auch bei unserem Trip sein wird. So, ich habe jetzt hier mal die App offen und ihr seht schon, wir haben hier oben 99% Akku. Das ist natürlich grandios. Ich werde es auch so machen, dass ich hier oben tatsächlich das Licht auch anlasse vom One Wheel. Das heißt, wir wollen hier auch keine Energie so richtig noch sparen, wie es geht, sondern wir wollen wirklich einen ganz neutralen Fahrbericht hier abliefern. Wie ihr seht, hier kann man dann die Geschwindigkeit ablesen, die Kilometer, die man gerade gefahren ist. Kurz zu meinem Fahrprofil, ich habe hier ein individuelles angelegt. Ich finde das ganz schön. Wenn ihr auch ein One Wheel habt, könnt ihr euch das so kopieren, wenn ihr Lust habt. Ich finde das richtig gut, das hält einen richtig schön immer in der Waage und man vertraut dem Ganzen auch richtig. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hier unten einfach mal einen Trip. Dazu gehen wir auf New Ride, tippen jetzt hier einen Ride-Namen ein, sagen hier einfach mal One Wheel XR Range Test, drücken hier auf Start und dann beginnt hier auch jetzt schon unser Ride. Und ich würde sagen, wir legen los. Das One Wheel stand jetzt auch über Nacht bei uns im Haus drin. Das heißt, die Batterien sollten schon relativ warm sein, was ja auch eigentlich ein wichtiger Faktor ist. Ich werde jetzt noch einmal hier mit der Luftpumpe nochmal den Reifen überprüfen, ob der auch auf dem richtigen Druck ist. Also, let's go. Ihr solltet gerade auch bei Löchern in der Straße oder so auf jeden Fall sehr aufmerksam sein, denn schon die kleinste Bodenwelle kann tatsächlich dazu führen, dass das Ding hier ganz schön ins Wackeln gerät. Ich glaube, das kann man mir glauben. Und da müsst ihr auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Und hier sehen wir auch schon, der Ride hat hier begonnen. Das heißt, die App funktioniert auch wunderbar und wir können weitermachen. Was man auch immer wieder sagen muss, ist tatsächlich, dass das super intuitives Fahren ist. Also man legt sich nach vorne und es fährt einfach nach vorne. Man legt sich nach hinten, es bremst super smooth ab. Also das ist wirklich intuitives Fahren, was man gar nicht so stark lernen muss tatsächlich. Und man hat keine Fernbedienung wie bei anderen E-Skateboards irgendwie in der Hand. Also das ist echt ein großer Vorteil und macht das Ganze einfach so viel spaßiger und so viel freier einfach, das Fahren. So, ich habe jetzt hier gerade mal in die App reingeschaut, weil die macht einem quasi auch so eine kleine Voraussage, wie weit man noch kommt. Und sie sagt jetzt tatsächlich, dass wir 25 Kilometer weit kommen. Das wäre ideal, denn ich habe jetzt eine Route von 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Das heißt, da sollten wir mit Glück ganz genau schaffen. Ein kleiner Nachteil heute ist, dass es tatsächlich wegen dem Sturm, der ja gerade so ein bisschen hier auch in Hamburg herrscht, ganz schön windig ist. Das heißt, ich habe einen hohen Luftwiderstand nach vorne, was natürlich nicht ideal ist, so um die perfekte Range zu messen. Aber das ist ein Alltagstest und da ist natürlich auch Wind mit inbegriffen.
Ich bin jetzt hier schon 3,6 Kilometer gefahren und habe gerade mal einfach auf die App geguckt und bin ein bisschen verwundert, denn es sind tatsächlich schon 10% von der ganzen Batteriekapazität weg. Finde ich interessant, aber er sagt uns hier immer noch 25 Kilometer Reichweite, 0,1% regeneratives Bremsen hatten wir schon, also noch nicht so viel. Aber ich bin mal gespannt, ich bin gerade ein bisschen skeptisch, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Oh, Freunde, ich habe mich gerade das erste Mal abgepackt. Ich wollte hier nur von der Straße gerade runter, hier über den kleinen Rasenstreifen, dann absteigen und habe den Fuß nicht hier richtig vom Sensorpad runtergenommen. Oh, und schön auf dem Ellbogen. Oh, das zieht. Okay, auch ein ganz kleiner Statusbericht hier mal. Ich habe jetzt noch 70% hier im Akku. Und wenn ich hier auf meine Ride-Statistik gerade mal raufgucke, haben wir jetzt ungefähr 10 Kilometer gemacht mit 70%. Das finde ich gut. Also das macht da doch eine ganz gute Prognose auf die Gesamtstrecke. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt weiter und haben ja noch eine kleine Strecke vor uns. Deswegen, let's go. Ich sehe gerade, da vorne wird die Straße besser. Ja, nicht mehr dieses komische zusammengepflasterte Zeug hier. Da kann man auf jeden Fall wieder Gas geben und das ist schön. Ich würde sagen, wir können jetzt auch mal die Drohne auspacken, ne? Das ist doch mal eine Idee. Ich hoffe, ich konnte ein paar schöne Drohnen-Shots für euch einfangen. Und ich habe gedacht, wir gucken jetzt noch einmal auf die App hier rauf, was ich hier gerade draufstehen habe. Und zwar, wir haben hier noch 66% Akku, haben damit noch 21 Kilometer weite Range. Wir sind schon 10,9 Kilometer gefahren innerhalb von 37 Minuten. Wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte unserer ersten Strecke geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir gehen wieder rauf. Ich switche wieder zur GoPro und dann geht's weiter. Ist das schön, dass hier die Sonne noch rausgekommen ist. Und das in Hamburg. Absoluter Wahnsinn. Es ist auch echt lustig, wie alle Leute, die so um einen rum sind, immer das Ding so angucken, weil man kennt halt sowas nicht. Man hat sowas noch nie gesehen. Und man muss das erstmal schnallen, wie das überhaupt funktioniert. Jeder Autofahrer, der hier irgendwie an mir vorbeifährt, macht einmal ihren so mit dem Kopf einmal so rüberschauen, was ist das überhaupt? Oder hier Fahrradfahrer, wenn die hier ihre Runden fahren. Und das ist echt lustig. So, ich bin jetzt eingetroffen an meinem Zielort. Oh Gott, mit meinen kalten Fingern kriege ich hier meinen Helm gar nicht auf. Es ist auf jeden Fall schön kalt gewesen und ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das One Wheel hier tatsächlich ausgehalten hat. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal eben den Status an, was das One Wheel hier sagt, auch akkumäßig. Und erstmal haben wir jetzt hier, ich blende euch das mal hier neben meinem Kopf ein, haben wir meine Ride, das heißt die Strecke, die ich jetzt gefahren bin. Es war ungefähr eine Stunde, ihr seht es, 52 Minuten und eine ganze Kilometeranzahl von 15,6 Kilometer. Das ist natürlich jetzt interessant, aber was jetzt noch interessanter ist, wie hat unsere Batterie durchgehalten? Wenn ich jetzt mal hier auf My Board gehe, seht ihr, wir haben noch 51% Akku. Und das finde ich verdammt stark. Das heißt, wenn es so durchhält, dann schaffen wir vielleicht sogar über 30 Kilometer. Aber ich würde sagen, wir machen gleich weiter und das sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt. Also ich bin wirklich, wirklich überrascht. Er sagt mir hier auch, wir haben noch 14 Kilometer Range zurück. Das sollte also ungefähr noch hinhauen. Es könnte schwer werden, aber selbst wenn es das nicht schafft, bei solchen kalten Temperaturen sind das noch super Ergebnisse. Also auf, zurück! Ich habe jetzt hier gerade auch eine Nachricht von meiner One Wheel App bekommen, die sagt hier Battery Info, your One Wheel Battery has only 50% or less left, das heißt wir haben nur noch 50% Batterie und sie sagt mir hier, es ist Zeit umzukehren, das machen wir, also wir sind perfekt im Plan. Sagt
mir jetzt hier gerade, dass ich noch 9 Kilometer Range frei habe. Das heißt, das sollte eigentlich genau hinhauen. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, die Batterie droppt gerade ganz schön schnell. Ich bin jetzt schon auf, Hilfe, auf 30% runter. Aber das ist, glaube ich, nur Einbildung, denn wir haben jetzt auch schon wieder 20 Kilometer auch schon wieder auf der Uhr, also insgesamt vom ganzen Kilometerstand. Und dazu passt das eigentlich wieder gut. Deswegen, ich bin gespannt und kann nur Gutes hoffen. Wir scheinen tatsächlich sehr effizient gerade zu fahren, denn er zeigt mir hier immer noch, obwohl wir nur noch 22% Batterie haben, dass wir noch immer eine 9 Kilometer Range haben. Also das sieht gerade immer besser aus. Ich bin gespannt. Jetzt hatte ich gerade wirklich einen scary Moment. Ich habe gerade so gedacht, mache ich nochmal die Kamera an oder nicht? Ich habe sie leider nicht angemacht. Aber es war gerade so, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wie ich vorne so leicht runtergegangen bin oder wie ich gemerkt habe, dass der Reifen so ein bisschen frei gedreht hat. Und das war gerade echt scary. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich mal selber einmal auf die App rauf gucken, was die mir hier sagt. Oh, okay. Ich habe hier gerade vor 3 Minuten eine Nachricht bekommen. Your battery has less than 20% left. Das heißt, wir haben weniger als 20%. Sagt er hier auch 16%. Das heißt wohl mit anderen Worten, dass es jetzt echt knapp wird. Was für mich im Umkehrschluss heißt, dass ich jetzt wirklich langsam weiterfahren werde, da ich keinen Bock habe, mich hier mit hinzupacken. Aber ich bin mal gespannt. War das gerade nur irgendwie von mir eine falsche Einbildung oder so? Keine Ahnung. Er sagt mir jetzt noch 4 Kilometer hier. Also ist gerade schnell runtergegangen, die Range. Ich steige jetzt einfach mal wieder auf und schau mal, was er mir hier sagt. Langsam weiterfahren. Ohne irgendwie... Ah, man merkt schon, wenn man nach vorne den so leicht anklickt, merkt man, da ist nicht mehr viel Energie da. Ja, doch wieder ein bisschen schneller hier. Er ist sich wohl ganz unsicher. Ich greife mal hier eben ganz wagemutig mein Handy raus und schau mal, ob er mir hier was sagt. 14%, 4 Kilometer Range. Okay, jetzt hatte ich gerade wieder so einen Moment, wo er mir leicht nach vorne weggekippt ist. Wir sind so kurz vorm Ziel. Bitte, One Wheel, bitte, lass mich nicht hängen. Es fährt sich noch gut, also da kann ich nichts zu sagen. Ich habe ab und zu jetzt schon zweimal den Moment gehabt, wo ich dachte, das Power, die Leistung ist so ein bisschen weg, aber ansonsten ist es echt gut. 9%, holy shit, das ist noch okay. Also wir sind hier noch gut mit 16 km/h unterwegs, also keine große Einbuße zu vorhin. Hallo Oma, ich bin hier gerade auf dem One Wheel, Oma. Ich komme dann gleich einmal zu dir rüber. Ich bin hier gerade unterwegs. Ich bin in 5 Minuten da, hoffentlich. Tschüss. So kurz vorm Ziel, ey, so kurz vorm Ziel. Haben hier noch 1 Kilometer Range steht auf unserer Uhr mit 5% Akku. Also das könnte genau klappen. Das wäre ja Hammer. Schaffen wir das? Ich biege gleich in meine Zielstraße ein. Dann sind es vielleicht noch 300 Meter. Ich bin jetzt hier echt im Schneckengang. Ich hab's ja eben schon gesagt. Aber ich sehe unser Haus. Ich sehe unser Haus, Freunde. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind am Haus, Freunde. Und jetzt stehen wir gleich wieder an dem Punkt, wo wir vor 2 Stunden losgefahren sind. Nochmal hier eben regeneratives Bremsen ausnutzen. Ja! Wir haben es geschafft! Was? Damit hätte ich nicht gerechnet. One wheel. Wir haben es geschafft. Wie geil. Und jetzt bin ich gespannt auf die Stats, die wir hier haben. Auf die Stats. Ich sehe es hier schon. 2% Akku haben wir noch. Er sagt immer noch 1 Kilometer Range. Interessant. Aber wenn ich jetzt hier auf Rides gehe, jetzt bin ich gespannt. 29,6 Kilometer. Also das redet mal für sich, würde ich sagen. 29,6 Kilometer, 1 Stunde 41. Auch keine schlechte Zeit, sag ich mal. So, und wenn ich mir meinen Ride auch angucke, also es ist echt eine Strecke. 30 Kilometer in dem kleinen Ding. Bei Temperaturen hier, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, Hamburg 11 Grad. Echt der Wahnsinn. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was das Ding dann im Sommer schafft, bei einer guten Batterietemperatur. Was soll ich noch sagen? Also ich bin wirklich hin und weg vom One Wheel und das One Wheel hat mir mal wieder bewiesen, dass es auch das tut, wie es in den Spezifikationen ausgeschrieben ist. Wenn ihr das One Wheel unter Offroad-Bedingungen, das heißt im Wald sehen wollt oder wie man darauf Tricks macht, schaut euch gerne das Review an, habe ich ja schon öfter darauf hingedeutet. Das ist wirklich ein cooles Video geworden. Und ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung unter diesem Video freuen. Lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die kleine Glocke. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!